Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Povrot und diesmal gibt's mal wieder ein paar Changes auf dem PBE, die ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend finde, aber natürlich auch interessant. Also, wir legen direkt los. Die interessanten Champions, die verändert werden, sind Skarner und Jinx. Bei Jinx war es klar, weil sie ja eigentlich ziemlich stark im Moment ist. Und bei Skarner, der ist ja zurzeit im Rework und da gab es auf dem PBE quasi wieder Veränderungen, die ihr euch hier ganz genau einmal angucken könnt. Ich werde auf jeden Fall Skarner und Jinx jetzt mit euch kurz durchgehen. Den Rest lest es euch einfach durch, das sind ganz kleine Veränderungen. Allerdings, wie ihr das seht, die ein Changes waren schon gestern, also die ersten PBE Veränderungen. Und als ich Skarners Veränderung gesehen habe, war ich verwirrt. Warum, erkläre ich gleich weiter. Und dann dachte ich einfach, ich warte noch einen Tag. Vielleicht wird Riot das wieder irgendwie ändern. Aber nein, warum war ich verwirrt? Weil, wenn ihr mal hier auf die Veränderung guckt, Skarner ist fast wieder der alte Skarner. Also das, was ich irgendwann in vorherigen News mal gesagt habe, wie er verändert würde, wurde fast wieder komplett zurückgenommen. Skarner hat wieder sein Heal. Dann auf seinem Q hat er wieder sein Slow. Der Movement Speed ist ähnlich, also Increased Movement Speed ähnlich wie er war. Also irgendwie ist das der alte Skarner. Ich weiß nicht, was das soll oder warum Riot solche Veränderungen vornimmt. Aus dem Rework wird dann letztendlich nur wahrscheinlich ein kleiner Buff. Und so sehen wir letztendlich dann den alten Skarner. Vielleicht ein Tick stärker und vielleicht dann auch Pro-like fähig, also auch im Pro-Bereich wird er dann vielleicht zu sehen sein. Ich weiß es nicht, ich kann es im Moment überhaupt nicht einschätzen und ich gehe davon aus, dass Riot jetzt ganz krass tüftelt im Entwicklerteam und dass wir da noch Veränderungen sehen. Und bei Jinx jetzt heute die Veränderung, ganz normale, also Q zum Beispiel hat im Early Game ein bisschen weniger Zusatz Attack Speed. Dann ist es so, dass das Zap, also der Long Range Skill Shot, auch im Early wieder weniger Schaden macht. 10 statt 50. Das Ganze relativiert sich aber später im Late Game. Das heißt, letztendlich wird Jinx im Early ein bisschen leichter vielleicht zu ärgern sein, sodass sie nicht zu krass dominiert. Aber ab dem Late Game haben wir genau dasselbe, was wir zurzeit haben. Finde ich eigentlich klasse, diesen Change, weil Jinx braucht nicht viele Veränderungen. Und ich denke, sie wird im Pro-Bereich nicht unbedingt ihren Weg finden, weil sie relativ unmobil ist. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Und ansonsten die Flame Chopper, das E, also diese drei Minen, diese Chomper, die sie da setzt, die dann explodieren, kosten ein bisschen mehr Mana. Finde ich legitim. Setzt man sowieso nur zum Disengagen oder zum direkten Engage ein, wenn man irgendwie eine Killchance sieht. Also, das hier schon mal die aktuellsten Changes von mir, von Povrot, hier bei Povrot TV. Seid immer up to date, schaut immer mal rein. Skarner Changes, echt verwirrend, echt komisch. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Vielleicht der alte Skarner, vielleicht nochmal mit anderen Veränderungen in der Zukunft. Ganz spannend. Season 4 steht vor der Tür, es wird massig Veränderungen geben. Seid immer aktuell mit mir. Das war's von mir. Bis dahin, euer Povrot. Ciao, ciao.